Was macht Charlotte eigentlich im Augenblick? Charlotte Kalinder, ehemalige Frühstücksfernsehkollegin, ist ja unter anderem Medizinstudentin und auch Rettungsassistentin. Und sie ist unterwegs im Rettungswagen, hat schon ein bisschen gezeigt, was sie da erlebt. Jetzt kommt der nächste Teil und ist sehr aufregend. Neuer Rettungsdiensteinsatz für das Team um Charlotte Kalinder. Wir haben jetzt einen recht besonderen Einsatz, wie man hört, auch mit Sonderrechten, also mit Blaulicht und Sirene. Es geht um einen 14-jährigen Jungen, der gestürzt ist aus 2 Metern Höhe. Das ist schon relativ viel. Und der Notarzt ist auch dazu gerufen, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es schon auch ein bisschen schlimmer ist. Und das Ganze vor oder in einer Kirche, so lautet die Einsatzmeldung. Zügiges Handeln, aber ohne zu hetzen, sonst könnten Fehler passieren. Er war auf dem Dachboden und ist dann durch die Luke einfach so runtergestürzt und kann sich auch an den Sturz nicht mehr erinnern. War bewusstlos initial und dann aber wieder bei Bewusstsein, hat starke Schmerzen in der Wirbelsäule, aber kann die Beine bewegen. Also das ist erstmal so ein bisschen Entwarnung, weil das kann natürlich wirklich schlecht ausgehen. Das kann ja auch immer noch im Verlauf schlimmer werden, deswegen muss man da auf jeden Fall ganz vorsichtig sein beim Rausbringen. Hast du die Spinne auch? Okay. Jetzt fahren wir in den Rettungswagen. Ist alles okay? Ja. Ruckelt ein ganz bisschen. Wir machen das ganz vorsichtig, ne? Charlotte redet beruhigend auf den Jungen ein. Auch das gehört zu ihrem Job. Mann, die Kollegin ist auch schon da vorne bei dir. Und dann geht es los ins Krankenhaus. Bei Rückenverletzungen kommt eine spezielle Liege zum Einsatz, die den Patienten möglichst ruhig transportieren soll. Diesmal sind besonders Charlottes mütterliche Eigenschaften gefragt. Da ist man dann auch so ein bisschen Elternersatz natürlich. Und ich muss sagen, ich glaube, Kindernotfälle gehen natürlich jedem nahe, aber insbesondere, wenn man selbst Kinder hat. Da gilt es dann aber wirklich darauf zu fokussieren, dass ihm jetzt geholfen wird und sich selbst hinten anzustellen. Auch während ihrer Pause, direkt vor dem Krankenhaus, können die Retterinnen Iris, Alexandra und Charlotte jederzeit zum nächsten Einsatz gerufen werden. Das finde ich irgendwie so faszinierend. Man fährt zur Arbeit und man weiß, und Menschen, die es noch gar nicht wissen, werden stürzen und wir werden sie retten. Aber wir wissen noch nicht, wer es ist. Ja, was kommt, wer es ist. Genau. Und die denken auch, es wird ein ganz normaler Tag. Dabei wird das überhaupt kein normaler Tag. Der nächste Tag in der Rettungsstation Elmshorn. Assistenten arbeiten in 12-Stunden-Schichten. Beim nächsten Einsatz handelt es sich um einen Haushaltsunfall in einem Seniorenheim. Ja, willkommen. Kalinder ist mein Name. Kalinder. Ja, so ähnlich. Kalinder mit I nur. Kalinder. Genau, mit I. Aber Kalinder ist auch okay. Ja. Das bin ich schon gewöhnt. Wie geht's Ihnen denn? Scheiße. Nicht gut. Ich kann mich nicht bewegen. Oh. Die Frau muss zur Untersuchung ins Krankenhaus. So geht's? Okay, dann versuchen Sie mal das Kissen. Ja, super. Die Schwierigkeit, in den Fahrstuhl des Seniorenheims passt keine Liege. Die 78-Jährige muss also zunächst sitzend transportiert werden und hat beim Umbetten starke Schmerzen. Sie war zweimal gestürzt, hatte aber auch anderweitig schon Schmerzen gehabt, die einfach so aus dem Nichts gekommen sind. Und da muss man jetzt einfach untersuchen, woran das liegt. Die angenehmeren Fälle sind natürlich die, bei denen jemand nach Hause gebracht wird. So wie die 83-jährige Amanda Kniep. Wohnen Sie hier? Sind wir richtig gefahren? Ja, aber hier rein. Ja. Da ist ja jemand. Hallo. Hallo. Einmal hinten rum. Ist der Kleine nicht da? Ja, wenn man hier kommt. Komm ins Fernsehen. Swimmingpool gibt's hier. Hier kommt man rum. Oma ist wieder da. Tschüss, Oma. Man bekommt so Einblick in das Leben anderer Menschen. Und das ist ja spannend, auch zu sehen, wie die leben. Und die Dame jetzt eben, die Patientin, hat einen Pool zu Hause. Hätte man auch nicht gedacht. Also wirklich witzig. Unterwegs mit dem Rettungsdienst in Schleswig-Holstein. Bis zu 15 Einsätze am Tag. Schnelligkeit, perfekte Organisation und viel, viel Menschlichkeit sind nötig, damit wir uns alle im Notfall auf sie verlassen können. Die Testerinnen kommen auf jeden Fall schnell an ihre Grenzen. Aber die Strumpfhosen auch? Oder halten sie den Extremtest aus und bleiben da, wo sie sollen?